Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Lars Reiter. Wir sind in Folge Nummer 43 von Astroneer. Ja, wir wollen das Shuttle irgendwie fertig kriegen. Dafür müssen wir gucken, dass wir Materialien ranschaffen. Beziehungsweise Materialien brauchen wir gar nicht ranschaffen. Aluminium sollten wir haben. Wichtig ist, dass wir Forschungspunkte kriegen, ne? Da sind wir aber da vorne dran am Arbeiten und der Autoarm, ja, da hatten wir letztes Mal das Problem, dass wir den einschalten mussten. Da müssen wir mal weiter gucken, wie es da weitergeht, ne? Ich sag mal, nach dem Intro gucken wir uns das an. Bis gleich. So, dann schauen wir doch mal, wie es hier jetzt los ist. Shuttle war klar. Das waren die zwei Geschichten, die wir da haben müssen. Da werden wir uns später drum kümmern. Er ist jetzt gleich irgendwie fertig mit der Forschung. Haben wir noch weitere Forschungsmaterialien? Ich glaube eher nicht. Das müsste man jetzt mal gerade rausfinden. Ah doch, da ist noch eine Probe, oder? Ist jetzt nicht der Bringer, aber es ist einer. Ja, da hinten, das sieht auch noch so aus, dass das läuft. Da mache ich mir am meisten Sorgen drum, dass das irgendwann nicht mehr läuft, ne? Jetzt haben wir Stromknappheit. Warte mal, da war irgendwo der und hier war ein Generator und dann zack, lass den mal laufen. Und lass uns mal gerade neues Biomasse holen, neue Biomasse holen, neues, ne? Tolles Deutsch. Jetzt weiß ich nicht, ist der... Ja, der ist wohl dran in mein Werkzeug, damit ich nicht hier die Erde platt mache, ne? Gut, hier sind wir auch gerade mit noch einer Forschung unterwegs, aber mein Rucksack scheint voll zu sein. Hat ja wieder gut geklappt. Dann bringen wir die mal schnell hier hin, die Probe. Und packen die hier drauf. Der wird auch gerade fertig wohl. Sehr gut. Ja, dann lass uns gerade den Rucksack erstmal auspacken. Ah, da schau her, eine weitere Forschungsprobe. Das bleibt drinnen, ein Verpacker. Ja, können wir auch drinnen lassen, ne? Kohlenstoff. Ah, legen erstmal auf den Wagen. Gemisch. Warte mal, aus Gemisch und Kohlenstoff, was wollten wir daraus machen? Irgendwas wollten wir daraus machen, meine ich, ne? Lass uns das mal abwarten und gleich nochmal checken. Und das ist Erde. Und wir wollten jetzt Biomasse holen, damit der Motor länger läuft, schneller läuft. Nee, das war falsch. Das W brauche ich. Gut. Kurz schnell hier hingelaufen. Hier war doch Biomasse, oder? Da ist auf jeden Fall was. Ich glaube, die wächst auch nach, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Okay, der ging noch rein und der nächste geht, glaube ich, dann nicht mehr rein. Genau. Und dann packen wir den hier an und nehmen den mit und gehen zurück. Spurten wir mal gerade. Warte mal, wenn ich F drücke. Ne, dann lässt er los. Gut, dann lauf mal so. Ja, ich weiß, dass wir Sauerstoff brauchen. Ich bin aber auf dem Weg. Ja, kriegen wir schon hin. Da ist eine Pipeline. Alles ist gut. Den da rein. Und da ist noch ein zweiter. Können wir gleich auch noch den nächsten da reinstecken. Läuft erstmal. Dann schmeißen wir den hier hin. Und den da hin. Und wenn wir nächstes Mal hier vorbeikommen, können wir die dann auch reinsetzen. Haben wir erstmal so. Jetzt war aber die Frage für Kohlenstoff und für Gemisch. Da wollten wir irgendwas draus bauen, aber ich weiß nicht mehr was. Also hier sieht es nicht danach aus. Hier sieht es danach aus, oder? Gucken wir mal, was der kleine Drucker hat. Glas und Kupfer? Nee, das war es nicht. Gemisch, Aluminium, Aluminium und Gemisch? Nee, wir brauchen Kohlenstoff. Keramik, Aluminium. Glas und Kunststoff. Mittlerer Ressourcenkanister. Kunststoff? Woraus ging Kunststoff? War das vielleicht das, was wir brauchen? Lass mal gerade gucken. Wo war das hier, ne? Ressourcen, oder? Ach so, das ist es nicht. Kohlenstoff haben wir schon. Glas, Kunststoff ist hier nicht bei.
Tannhäuserstoff. Kunststoff, Kohlenstoff und Gemisch. Da machen wir Zutaten. Und das passiert im Chemie. Ach, wir haben das Chemielabor noch gar nicht. Das war unser Problem, ne? Chemielabor bedeutete doch. War das nicht dieser Drucker hier? Große Plattform. Chemielabor. Ah, das war Wolfram. Alles klar, da waren wir. Und dann wollten wir wegfliegen damit. Ja, genau so ist es. Sehr, sehr interessant, ne? Die sind gleich alle. Wir wollten Shuttle haben. Das müssten wir hier erforschen, das Shuttle aber. Was haben wir denn sonst hier noch so? Warte, das ist fertig, oder? Dann kriege ich ein leeres Terrarium jetzt, oder? Da hinten ist es gekommen, okay. Drucke kleine Shuttle, drucke und installiere Oxygenator in Shuttle, drucke und installiere Feststoffschubdüse. Erforsche andere Planeten, um neue Ressourcen zu finden. Ja, das wollen wir ja machen. Drucke und fülle einen mittleren Ressourcen. Kann ich glaube nicht, weil es Chemielabor fehlt. Sauerstofftank freischalten, schalte Dynamit frei. Okay. Dann kriege ich dieses QTRTG einmal. Wofür habe ich jetzt dieses Terrarium gekriegt? Musste erst mit bestimmten Gegenständen gefüllt werden. Dann kann ich das aufmachen? Nee. Leeres Terrarium. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Keine Ahnung. Stand da eigentlich ganz nett, aber... Nee. Stell's mal da hin. Ich weiß noch nicht, wofür es gut ist. Finden wir raus oder der Mordrak schreibt mir das. Das ist auch immer nett, ne? So, jetzt könnte ich Kunststoff ja wenigstens schon produzieren, ne? Dann hätte ich das aus dem Rucksack raus, oder? Nee, das ging ja im Chemielabor. Ach nee, das war eine gute Idee, aber funktioniert nicht so. Da hinten das Labor, das ist ein anderes. Das ist ja nicht das, was ich brauche. Okay, unser Strom ist jetzt hier gerade alle. Dann packen wir das mal wieder da drauf. Und dann schauen wir nochmal nach da hinten, ob da auch noch was läuft. Das sieht aber gerade so aus, als ob da noch was läuft, oder? Ist gerade fertig geworden. Und jetzt nimmt er den nächsten. Sehr gut. Alles klar, dann passt das erst. Dann sind wir da erstmal zufrieden mit. Jetzt müssen wir nur weiter gucken. Shuttle. Forschungspunkte. Das ist jetzt gerade unser größtes Problem. 1460. Shuttle war bestimmt hier Stufe 2 oder sowas, ne? Mittelgroßer Generator, ne. Oder war das sogar Stufe 3? Großer Drucker? Großer Schredder, ne. Großes Solarmodul. Kostet 4000. Ressourcenkanister? Nee, Buggy. Da war das nicht bei, ne, oder? Nee. Lokomotive, Waggon, nee. Freizeitkugeln. Die brauche ich da vorne für den Turm da, ne? Aber hier ist irgendwie jetzt nicht das Shuttle bei. Oder ist das unter ganz groß? Autoextraktor, was braucht man denn da? Oh, 7500 Points. Extra große Plattform. Ich brauche jetzt hier einen Bahnhof. Nee. Wo finde ich denn jetzt bitte schön das Shuttle? Rohranpassung? Nee. Ah, diese Sucherei bei mir, weil ich nie weiß, wo hier was ist. Das ist ganz schlimm, ne? Strom ist alle, man hört es im Hintergrund, ne? Mittelgroßes Silo. Was ist das alles? Hydrazin? Ne. Wohl, die brauche ich glaube auch, die Hydrazin-Schubdüse, ne? Wo finde ich das Shuttle? So, hier haben wir keine Forschungsprobe mehr. Das ist das nächste Problem. Strom ist allerdings auch alle. Ist da
da schon wieder was dran gekommen? Ja. Da der immer hier um die Ecke ist, ist es ja ganz nett, ne? Der forscht jetzt weiter. Wo kriege ich jetzt das Shuttle her? Nee, wenn ich es erforscht hätte, wäre es mir aufgefallen eigentlich, oder? Oh Mann, ey. So, nochmal. Nein, hier nicht. Da. Bahnkreuzung. Kann ich hier auch irgendwo suchen? Nee, ne? So, mittelgroßer Drucker. Autoalarm. Autoarm. Hier der Zahlenwiederholer. Das wäre das, was wir letztens da hatten, dass der jetzt alleine angeht, oder? Hier ist nichts mit Shuttle. Nee. Hier ist gerade nichts mit dem, was ich brauche. Dynamit brauche ich noch. 3750 ist zu wenig. Ich müsste mal mit der Forschung auf Vorrang kommen, ne? Das ist hier auch nicht. Nur Plattform. Hier ist ein Buggy. Großer Rover sitzt, mittelgroßer Rover sitzt. Voll toll. Das ist nicht. Das ist alle nichts. Wo ist der Shuttle denn, bitteschön? Plattform. Ich weiß nicht, wo ich das Shuttle finden soll. Das muss doch hier sein. Kleine Shuttle, da ist es doch. Zweimal Aluminium. Und 1600 kostet 1500. Wow. Erforscht, kleines Shuttle. Sehr gut. So, und wo werde ich das machen können? Wahrscheinlich am großen Drucker, oder? Und das benötigt jetzt noch das Triebwerk. Wow. Großes Shuttle. Wo ist das Triebwerk jetzt? Das hatten wir doch, aber das wird wahrscheinlich nicht hier sein. Ich glaube, das ist woanders. Das ist bestimmt hier, oder? Das war als letztes in der Reihe, das weiß ich noch. Ne. Die Freizeitkugel, dann ist es hier, wa? Autoarm auch nicht. Ne. Ich glaube, wenn ich es durchgehe, bin ich schneller, wie wenn ich das wüsste, wo es ist. Hier, da, Hydrazinschubdüse. 3750, Exoschip 1 und Stahl 1. Da haben wir noch viel vor, ne? Dann schauen wir mal weiter hier. Glas brauchen wir hier jetzt. Ne, das ist jetzt nicht wichtig. Da, die Forschung läuft auch gerade. Ich habe keinen blassen Schimmer, was jetzt hier weiter zu tun ist. Ich bin total überfordert mit der Aufgabe. Chemielabor. Handelsplattform. Schmelzofen. Ne, hier ist jetzt auch nicht der Buggy drin. Das Shuttle drin. Ach Mann, ey. Ist hier der Shuttle drin? Eigentlich dürfte das nicht hier drin sein.
Traktor, da bin wir schon durch. Auch nicht. Jetzt sag nicht, dass ich... Oh, der Shuttle kann doch jetzt nicht hier in meinem Dingens gebastelt werden, oder? Haben wir noch einen größeren Drucker? Irgendwo war noch ein größerer Drucker. Haben wir den hier? Oder wo war das? Sieht nicht so aus, ne? Dass wir noch einen größeren Drucker haben. Mittlerer, großer Drucker. Tja, keine Ahnung, wo der ist. Hat die nicht noch einen größeren Drucker gebaut irgendwo? Ist das der da hinten, der da liegt? Warte. Ist das die Kiste hier? Großer Drucker. Kann der das? Unterkunft. Kleine Shuttle. Zwei Aluminium. Okay. Das bedeutet, wir brauchen jetzt zwei Aluminium. Ist das Aluminium? Ja, das brauchen wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch ein Aluminium. Ah, hier ist glaube ich noch eins dran, oder? Ja. Und jetzt baut er das Shuttle, aber... Kann er den da hin? Also, ist eigentlich egal, der baut den da hin, ne? Geht ja sowieso in seine Kiste da rein, oder? Sieht so aus, dass es klappt. Wunderbar. Dann würde ich aber auch sagen, soll es erst für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.